Ich zeige dir heute, wie du mit Logic's M-Designer aus diesem Gitarrensound diesen Gitarrensound machen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Virtuelle Amp-Designer gibt es schon seit Jahren und genauso lange geht auch schon der Streit, ob du jetzt mit einem virtuellen Amp einen tatsächlich abmikrofonierten Gitarrenamp ersetzen kannst. Ohne jetzt auf diese Diskussion näher eingehen zu wollen, behaupte ich, dass wir in Logic mit die besten Amp-Simulationen haben, die locker mit den klassischen wie zum Beispiel Guitar Rig von Native Instruments mithalten können. Und das Beste ist, wir bekommen diese Virtual Amps in Logic umsonst. Ich zeige dir jetzt, was Logic's Amp-Designer in der Praxis drauf hat. Hören wir nochmal in unser Beispiel hier rein. Gut, diese beiden Gitarren hier sind DI aufgenommen, direkt, und es sind zwei gedoppelte Gitarren. Sie sind nicht hundertprozentig gedoppelt, das heißt, sie spielen nicht ganz genau das gleiche, aber sie ergänzen sich recht gut und ich will sie nachher nach rechts und nach links pannen. Dadurch, dass die Gitarren jetzt DI, also ohne Effekte, trocken aufgenommen sind, möchte ich sie jetzt gern reampen, weil für diesen Rocksong hier klingt das natürlich sehr, sehr dünne. Und dazu lade ich mir hier unter Amps und Pedals Logic's Amp Designer rein. Mono ist richtig, weil es eine Monospur ist. Und dann habe ich hier auch schon die Grundeinstellungen. Das Fenster hier ist super übersichtlich, gefällt mir richtig gut, schön aufgeräumt, wie bei alles in Logic Pro. Und jetzt kannst du hier sowohl das Modell als auch den Amp als auch den Cabinet ändern. Zusätzlich hast du noch Möglichkeiten, verschiedene Mikrofone auszuwählen und auch die Mikrofoneinstellung, also die Mikrofonwinkel und Abstand zum Verstärker zu wählen. Dazu gleich mehr. Du kannst also jetzt hier aus einer Vielzahl von Modellen auswählen, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel auf den wechsle, dann bekommst du hier so ein Fender-Style-mäßiges Modell und du kannst auch nur das Top-Teil austauschen und es mit verschiedenen Verstärkermodellen kombiniert verwenden. Und hier kannst du dir selber nochmal einen anderen Verstärker raussuchen, zum Beispiel einen Brown Panel 15, das wäre jetzt ein kleinerer. Da das hier jetzt ein Rockstück ist, brauchen wir ein bisschen was Größeres und dann nehme ich jetzt einfach hier den Modern British 4x12, das sollte ganz gut hinkommen. Hören wir mal direkt rein, wie die Gitarre jetzt in den Grundeinstellungen klingt. Ich lasse den Verstärker erst aus und mache ihn dann an. Das klingt jetzt schon mal nicht schlecht und viel besser als nur das direkte DI-Signal, aber es klingt immer noch viel zu clean und viel zu brav. Das heißt, wir brauchen mehr Crunch. Also drehe ich jetzt hier den Gain gleich mal ordentlich hoch und drehe auch die Mitten ein bisschen höher. Zusätzlich schalte ich das Reverb hier noch ab. Das ist mir hier ein bisschen viel für so einen trockenen Rocksong. Also probieren wir es nochmal. Ich drehe Gain und Mitten etwas hoch, damit wir mehr Crunch bekommen. Die ganze Sache wird dadurch natürlich etwas lauter werden. Deswegen mache ich hier im Output das schon mal ein bisschen leiser. So kommen wir der Sache jetzt schon näher. Zusätzlich kannst du jetzt natürlich, um deinen Sound noch genauer zu formen, aus den verschiedenen Mikrofonmodellen auswählen. Im Moment haben wir jetzt hier eine Emulation des Shure SM57. Du kannst aber zum Beispiel auch einen Neumann U87 wählen. Das würde dann so klingen. Wir haben hier noch einen AKG 414, ein Electro Voice RE20. Shure SM57 hatten wir gerade. Dann haben wir hier noch einen Sennheiser MD421. Ein Sennheiser E609 und ein Royer R121, was ich persönlich sehr gerne mag für Gitarrenverstärker. Ich mag das Ribbon wahnsinnig, um Gitarrenverstärker abzunehmen, weil es einfach viel wärmer und viel voller klingt. Also das ist eins meiner Favoritenmikrofone für Gitarrenaufnahmen. Zusätzlich können wir jetzt natürlich das Mikrofon vor dem Amp bewegen. Das funktioniert hier als Simulation, aber ich finde es wirklich erstaunlich, wie gut das hier nachgestellt wird, wie gut das hier emuliert wird. Du hast tatsächlich das Gefühl, du kniest vor dem Amp und spielst mit der Mikrofoneinstellung rum oder mit dem Mikrofonwinkel. Das probiere ich jetzt mal aus. Grundsätzlich ist es so, wenn du näher oder direkt am Konus bist, bekommst du einen direkteren, aggressiveren, knackigeren Sound. Und wenn du das Mikrofon weiter zur Seite oder weiter weg bewegst, wird der Sound eventuell etwas voller, etwas runder, aber auch dumpfer. Wir probieren es einfach mal aus. Thank you.
So gefällt es mir jetzt tatsächlich am besten. Ich bin also relativ mittig zum Konus, so einigermaßen. Und ich habe das Mikrofon nicht ganz direkt vor den Verstärker gestellt, sondern etwas weiter nach hinten. Meines Erachtens wird der Ton, der Sound dadurch etwas voller, etwas runder und satter. Du kannst jetzt auch hier nochmal mit diesen Einstellungen versuchen, den Amp selber zu wechseln. Ich probiere hier mal das Top-Teil nochmal auf so einen Fender-Style-Amp zu wechseln. Und die Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe, die bleiben dann auch erhalten, wenn du über die verschiedenen Modelle wechselst. Ja? Also die stellt ihr dir nicht um. Probieren wir nochmal diesen Fender hier. Der könnte zusätzlich hier in Verbindung mit dem Ribbon hier nochmal ein bisschen besser kommen. Ja, gefällt mir besser grundsätzlich. Allerdings fehlt für diesen Rocksong, für dieses Riff hier immer noch ein bisschen Biss. Und ich möchte den Gain jetzt hier mit dem Gain nicht weiter übertreiben. Und deswegen wähle ich eine andere Methode und dazu benutze ich Logic's Pedalboard. Du hast hier wahnsinnig viele Effekte, aus denen du auswählen kannst. Und seit Logic 10.7.5 kannst du die einzelnen Stormboxes übrigens auch als Plugin laden. Hier, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die du hier im Pedalboard auch hast. Und die kannst du dir dann direkt einzeln als Plugin reinladen. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich suche mir hier direkt ein Pedal aus. Du hast hier verschiedenste Möglichkeiten vom Delay über Hall, über Kompression, über verschiedene Modulationseffekte, die du auswählen kannst. Was ich jetzt aber möchte, ist ein einfaches Drive-Pedal. Das heißt, ich möchte ein Pedal, mit dem ich einfach nochmal mehr verzerren kann, und zwar bevor es in den Verstärker geht. Und dazu nehme ich hier gleich das erste, diesen Vintage Drive. Sehr schön, klingt also schon viel besser. Jetzt haben wir den Biss, den wir wollten. Hören wir noch mal ganz kurz im Gesamtmix rein, wie es jetzt klingt, und schalten die gedoppelte Gitarre zunächst erst noch mal aus. Ja, viel besser als am Anfang, oder? Übrigens, um solche Gitarren abmischen zu können, musst du sie natürlich erstmal aufnehmen. Und nicht nur die, du musst auch Drums aufnehmen, den Bass, Vocals, was immer du für deine Produktion brauchst. Und falls du da Probleme hast, falls du dich unsicher fühlst, falls du Probleme hast beim Drums mikrofonieren oder nicht so richtig weißt, welches Mikrofon passt zu welcher Sängerin und so weiter, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir genau mein System, wie du Drums richtig abnimmst, wie du Gitarren-Amps, also richtige Gitarren-Amps mikrofonierst, wie du deinen Aufnahmetag vorbereitest, dass zum Beispiel deine Sängerin oder dein Sänger das beste Ergebnis abliefert und so weiter. Also in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Jetzt geht's weiter. Versuchen wir unseren Sound jetzt noch ein bisschen mit Logic's EQs zu verfeinern. Ich arbeite zunächst mal mit einem subtraktiven EQ. Das heißt, ich möchte alle Frequenzen, die mir nicht gefallen, absenken. Als erstes werden wir höchstwahrscheinlich hier einen Low-Cut einsetzen, weil so eine verzerrte Gitarre hier hat unter 100 Hertz oder 110, 120 Hertz meistens keine Informationen mehr, die wirklich wichtig sind. Und dann suche ich hier vielleicht noch, solche verzerrte Gitarren haben zwischen 4 und 8K, sage ich mal, oftmals so ein bisschen rauschendes, störendes Geräusch, das nicht sehr angenehm ist. Bei der Gitarre hier ist es jetzt nicht so tragisch, aber ich nehme um die 4K trotzdem ein kleines bisschen was raus. Ich habe das Gefühl, sie klingt runter. Und auch eine gute Methode, hast du jetzt gerade auch gesehen, wenn du dein EQ einstellst, ist immer erst zu übertreiben und dann wieder so weit runter zu fahren, bis es sich gut anfühlt. Jetzt sind wir mit unserem subtraktiven EQ fertig und jetzt möchte ich ein bisschen additiven EQ anwenden. Das heißt, ich möchte Frequenzen, die mir gut gefallen, die den Sound unterstützen, anheben. Dazu benutze ich jetzt einen Vintage EQ, der den Sound etwas mehr einfärbt. Für die Gitarren mag ich ganz gern den Vintage Graphic EQ, weil du hier sehr genaue Einstellungsmöglichkeiten hast. Okay, ich habe off-camera noch mal ein bisschen weiter experimentiert. Um die 250 hat sie ganz gut Bauch, um die 2K hat sie ein bisschen mehr Präsenz und um die 8K noch etwas mehr Biss, der nicht störend ist. Jetzt wird es Zeit, sich an unsere gedoppelte Gitarre zu machen. Das A und O beim Doppeln ist,
dass die gedoppelte Gitarre nicht genau gleich klingt. Ansonsten kannst du Phasenprobleme bekommen und am Ende das Gegenteil erreichen, was du eigentlich möchtest, nämlich eine große, satte, breite Gitarrenwand. Das heißt, wenn du Gitarren doppelst, solltest du unbedingt diese Regeln beachten. Du solltest entweder ein anderes Instrument nehmen, du solltest ein anderes Verstärkermodell aufnehmen, du solltest ein anderes Mikrofon nehmen oder du solltest komplementäres EQing machen, wenn du diese Möglichkeiten nicht hast, also du hast keine zwei verschiedenen Verstärkermodelle zum Beispiel, dass du beim gedoppelten Instrument die Frequenzen absenkst, die du beim anderen angehoben hast. Ich kopiere jetzt also das Setting von Gitarre 1 direkt rüber auf Gitarre 2. Ich werde jetzt hier ein anderes Mikrofon einsetzen, damit ich einen anderen Klang bekomme. Nehmen wir hier mal das Shure SM57 und ich öffne hier den Graphic EQ, um die Frequenzen hier abzusenken, die ich bei der anderen angehoben habe. Schauen wir mal, ob wir damit gleich zu einem Ergebnis kommen, das uns gefällt. Zusätzlich werde ich jetzt gleich die Gitarren nach rechts und nach links auseinanderpannen, damit wir ein schönes, breites Stereobild bekommen. Das klingt schon mal gut. Die Gitarren klingen schön voneinander abgesetzt, schön getrennt. Wir haben die gewünschte Gitarrenwand und sie streiten sich nicht um Platz im Frequenzspektrum. Hören wir uns das Ganze jetzt nochmal im Komplettmix an. Ich finde, mit Logic's Amp Designer haben wir hier ein Top-Ergebnis für Rockgitarren hinbekommen. Jetzt interessiert mich natürlich brennend deine Meinung. Habe ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt, als ich am Anfang gesagt habe, hey, wir können locker mit Native Instruments Guitar Rig mithalten? Oder hast du tatsächlich den Eindruck, ja, das stimmt? Also ich finde, ich bin selber kein Gitarrist, aber ich finde, du hast eine wahnsinnig große Auswahl an Stompboxes, an Amps, an Topteilen, die du untereinander austauschen kannst. Ich finde auch, wie man die Mikrofone positionieren kann, also virtuell vor dem Amp. Das ist in Logic richtig gut gelöst. Was denkst du oder wie arbeitest du mit virtuellen Amps? Benutzt du Amps von Drittanbietern und wenn ja, welche? Oder sagst du virtuelle Amps niemals? Ich nehme meine Gitarren-Amps immer selber ab. Schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Falls du wissen möchtest, wie du mit Logic's Amp Designer einen wunderschönen, cleanen 80s Sound bekommst, dann empfehle ich dir dieses Video. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt wie immer bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!